5 nach 11 kam der erste Notruf heim, wo es hieß, da sitzen Leute auf dem Dach. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, warum sitzen da Leute auf dem Dach? Also wir haben es am Anfang auch gar nicht verstanden. Und dann kamen denen die ersten Mülltonnen entgegengeschwommen und halt auch 5 Sekunden später die ersten Autos. Und ab dem Moment liefen die Notrufe im Sekundentakt ein. Mein Name ist Kai Burgraf, bin vom Beruf Brandschutztechniker und im Ehrenamt bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr in Ahrweiler. Ich habe mitbekommen, dass das Wasser so schnell stieg, was ich wahrgenommen habe, dass das schon hüfthoch war und mit so einer Wucht überall überflutet hat und Leute geschrien haben. Ich bin der Niklas Kare, komme aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und bin Krankenpfleger und wahrscheinlich verdanke ich dem Kai mein Leben. Ich war mit meiner Personalchefin bei meiner Arbeit und dann wollten wir nach Hause zu unseren Familien. Und dann sind wir losgefahren, haben wir schon in Ahrweiler gesehen, dass das Wasser schon hüfthoch war. Und dann hat dann der Kai angerufen und meinte, wir sollen zur Feuerwehr kommen, weil wir sonst mit dem Auto weggetrieben wären. Hätte ich die nicht angerufen, wären die wahrscheinlich über die Flut mitgerissen worden. Wie viele wir gerettet haben, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass die Freiwillige Feuerwehr noch mehr wertgeschätzt wird. Ich danke dir, Kai, vom Herzen. Danke.